Yo, auf einmal fährt Dumbledore in seinem Lambo vor, hört Illmatic und schreit, das Leben ist ne Schlampe, yo. Dann steht Gandalf dort vom Range Rover, hört Takeover, Dumbledore macht Ether an und der Beef ist an. Plötzlich kommt der Transporter, der ist jetzt Möbellieferant, sagt, er hätte ne Lieferung da bei Herrn Carician. Lando, sagt Dumbledore aus seinem Lambo, der wohnt zwar hier, doch arbeitet jetzt Vollzeit bei Zalando, in einer Crewpacker mit Yoda und Chewbacca. Der Transporter flippt aus, teilt ein paar Kicks aus und befördert die Zauberer ans Koma wie Schuhmacher. Sagt er hasst Jay-Z und Nas und macht ein Tupac an. Währenddessen spielt Han Solo ein Drum-Solo. Boba Fett findet den Beat Oberfett und tanzt Pogo. Bilbo steckt Frodo und Dildo im Popo und wird gesucht von Bullen und Soko mit nem Bild in der Mopo. Doch er sitzt in nem Loch mit Saddam und Osama in Afghanistan und spielt dort zu Doku und grillt gerade Tofu. Ice-T sagt zu Spike Lee, film meine Doku und kauf auf dem Weg Silver Surfer einen Silber den Strohut. Stopp bei der Hochzeit von Kanye und Kim. Gollum, der Trauzeuge, überreicht widerwillig gerade den Ring. Bei der Afterparty singt man Hymnen von Wu-Tang. Und wenn es gut läuft, spielen die Schlümpfe als Bluesband. Dann kommt Bigfoot, der Fußfetischist, der ne Crew Yetis trifft. Aber Platz rampelt, weil er hyperaktiv ist, da zu wenig kifft. Shit, super nice. Da steht Booyah Tribe, perfette Samoana. Mitten auf der Veranda schreit nettes Panorama. Der ganze Planet Rock, Digga, Afrika, Bambata. Ich geh zurück ins Haus und auf das Method Man noch krassert. Sehen da mit Reggie und schrecklich viel Dope. Zog einmal am Blatt und war tatsächlich in Stone. Zieh ein zweites Mal und vergess, wo ich wohn. Wachte morgens auf im Bett mit Jessica Jones. Und sie war mies im Schnarchen, deshalb stand ich auf. Hab mal Weed gesucht und ich fand es auch. Vor dem Frühstück noch einen dicken Blunt geraucht und danach mal in den Spiegel im Bad geschaut. Augen blutrot, ich sag, Spieglein, Spieglein. Wer zieht sich morgens schon Weed rein, hat dann Bock zu freestylen. Der Spiegel schaute mich unglaublich unbeteiligt an und sagte, es gibt keinen. Ging in die Küche, da stand Eagle Eye Cherry, sagte, ich hab'n Spiegelei ready als Stärkung für die Prügelei Sammy. Riesenfragezeichen, welche Prügelei? Plötzlich höre ich Stimmen vor der Küche schreien. Da kommen die Typen rein. Ein anscheinend sehr eifersüchtiger Luke Cage, der sich schon die Lippen leckt wie LL Cool J. Das ist ein Fiasko, ich nehm's unter die Lupe. Denke zum Glück sind meine Nachbarn Batman und Two-Face. Drück den Alarmknopf, niemand kommt. Jetzt geht's um die Fantasie, so wie dieser Song. Flieh durchs Schlafzimmer, Jessica sagt einen letzten Song. Wo's Eagle Eye schreit, das Spiegelei war des Eides Kolumbus. Renne durch den Korridor, finde eine offene Tür. Steh vor vielen Monitoren, fuck, ich werde observiert. Überall Bilder von mir und ich seh den roten Blitz, wie er auf Klo da sitzt und Schore spritzt ohne Witz. Und ich denke, Flash, dass es wirklich sowas gibt. Madonna kommt vorbei, fragt, ob in der Spritze Botox ist. Da steht der Terminator in einem Anzug aus Armani. Führt sie aus zum Date, sie sagt, nimm mich in Armani.